Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Willst du lutschen? Chinese auf Kinderspielplatz festgenommen. Warum bist du depressiv? Dein Leben ist doch super. Warum hast du Asthma? Hier ist doch genug Luft. Bei FIFA 2016 kann man mit den Frauenmannschaften L1 gedrückt halten und den rechten Stick kreisen, um hinterrücks über andere Spielerinnen zu lästern. Habe aus Versehen die Feuerwehr gerufen. Jetzt zünde ich schnell mein Haus an, sonst stehe ich ja wie ein Vollidiot da. Ich als Trauzeuge. Man hat mir mal gesagt, dass die Rede immer so lang gehen soll, wie der Bräutigam im Bett durchhält. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Gedanke des Tages. Wenn man ein Loch in ein Netz schneidet, sind weniger Löcher drin als vorher. Grill mit freiem Oberkörper. Viel Fleisch und Bier könnte man nur noch toppen, wenn man den Grill mit einem Anlasser starten könnte. Frauenfreundschaft. Ich bin fett. Quatsch, du bist sexy. Männerfreundschaft. Ich bin fett und hässlich bist du auch noch. Zum Einschlafen zähle ich Hamster, die vom Staubsauger fliehen. Flup, flup, flup. Beschreibe dich in 3 Wörtern. Faul. Gestern auf LSD Auto gefahren. Ich wusste, das Training auf der Regenbogenstrecke hat sich gelohnt. Männer haben nur 3 Geschmacksrichtungen. Salz, Ketchup und verbrannt. Wenn du dich mal nutzlos fühlen solltest, denk daran, es gab Schutzhüllen für die alten Nokia-Handys. Ich würde euch gerne mal einen Ohrwurm verpassen, aber mir fällt leider gerade keiner ein. Tja, life is life. Na 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 na. Wieso wirst du eigentlich der dicke Andi genannt? Haha, das ist eine lustige Geschichte. Komm, ich erzähle sie dir beim Essen. Ich drücke den neuen Azubis einen Besen in die Hand. Und jetzt spricht mir nach. Das ist mein Besen. Es gibt viele Besen, aber dieser ist meiner. Schatz, ich bin schwäbisch. Mach dein T9 aus. Schatz, ich bin schwanger. Mach dein T9 wieder an. Ich sah eine Spinne in meiner Badewanne. Also nahm ich ein Taschentuch und ganz, ganz vorsichtig brannte ich das Haus nieder. Fakt ist, Zeugungsunfähigkeit ist nicht vererbbar. Anruf bei der Polizei. Hilfe, ich bin von Kriminellen umzingelt. Wo sind sie? Im Gefängnis. Wer einatmet, muss ausatmen. Wer einschläft, muss ausschlafen. Neuerdings baut man Hauptschulen neben Kindergärten, damit Mütter ihre Kinder direkt nach der Schule abholen können. Wie man Tofu zubereitet. Erstens Müll auf. Zweitens Tofu rein. Drittens Steak braten. Fertig. Mädels, hört auf, eure Fotos so krass zu bearbeiten. Stellt euch mal vor, ihr werdet entführt und sie sucht nach Beyoncé, obwohl ihr aussieht wie Alf. Wie nennt man einen Simon, wenn man ihn gut kennt? Dumon. Warum landen Meteoriten eigentlich immer in Kratern? Was macht die Knackwurst so lecker? Das N. Dieser Moment, wenn die niedlichsten Mädchen niesen, wie ein verficktes Walross. Manchmal glaube ich, dass ein sehr, sehr talentierter Stand-Up-Comedian das Drehbuch für dein Leben schreibt. Mein Haus sieht aus, als ob es eine Runde Jumanji verloren hätte. Yeah, gebt diesem Video einen Daumen hoch, um mich zu unterstützen und teilt dieses Video. Sollten euch einzelne Witze davon ganz gut gefallen haben, macht doch einen Screenshot davon und teilt sie auf Instagram oder Twitter. Lustige Witze gibt es immer freitags um 17 Uhr. Bis nächste Woche.